Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Ja, wir haben in der letzten Folge einige Gallimimusse gezüchtet. Und die werden gerade bei uns in das große Gehege freigelassen. Und ich werde mal schauen, wie die sich jetzt hier verhalten. Wir haben das Gehege hier riesengroß gemacht jetzt. Mit mehreren Ein- und Ausfahrten an jeder Ecke. Und jedes Tier hat seine kleinen Gebiete. Die Gallimimus haben sowieso ein Riesengebiet. Da sind auch Massen an Tieren. Und ich hoffe, dass die hier unten sich jetzt behalten, damit die Stegos nicht mit denen in Berührung kommen. Weil ich hätte die gerne einfach in einem Gehege. Nicht dauernd weiterziehend. Und ich würde auch gerne mal dann als Projekt vielleicht doch mal probieren, ein Riesengehege, wo alle Tiere drin sind. Das fände ich, wäre ein sehr tolles, Projekt und Test. Laufende Kosten sind relativ hoch, aber ich glaube, wir sind immer noch sehr gut im Plus. Ja. Alles gut. Wie viel haben wir denn aktuell, die uns hier besuchen? Sieht es auch irgendwo? Aktuelle Besucherzahlen oder so, das schaut nicht so aus. Oh, was ist das denn? Kann verkauft werden. Aber hier sehe ich Sachen, die wir ausnehmen können. Holy shit. Da verliere ich aber tonnenweise. Dreadnoughts. Schauen wir mal, ob wir noch mal was in den Höhlen finden. Da war ein T-Rex. Das ist auch nicht schlecht. Dreadnoughts hier. 8. Gehen wir mit 2 Vierer. Das noch ein. Okay, ich hatte hier aber doch auch Expeditionslimits erreicht. Ich habe gerade mal eins. Aber gut, dann gehen wir halt forschen. Hier gibt es ja auch genug zum Forschen rein, theoretisch jederzeit. Habe ich denn an hier? Jetzt zwei zusammen zum Beispiel. Das kann ich erforschen. Ich brauche immer noch 105 Agenten dafür. Ich habe nur 109. Wahrscheinlich muss ich dafür irgendwie so ein bisschen was extra forschen. Hier ist wieder Personalverbesserung noch eine Stufe. Die Sachen haben wir auch noch. Warte mal. Ha. Die kriegen wir leider nicht erforscht. Schade, schade, schade. Er sagt immer, ich kann das nicht erforschen. Da fehlen mir noch die 150 Agenten für. Das ist nervig. Das werden wir jetzt noch ein paar Mal hören, glaube ich. Die sind gut durch. Es ging schneller als erwartet. Ich habe nicht so viele Gallimimusse jetzt gezüchtet. Oder kommen die jetzt zurück? Okay, die kommen zurück. Ich glaube, da sind noch ein paar. Wurde überhaupt einer schon freigelassen? Ich glaube nicht. Könnte gut sein, dass das jetzt noch ein bisschen dauert, bis die alle freigelassen werden. Ja, da sind noch einige, die freigelassen werden. Hoppala. Transport hat begonnen. Schauen wir mal die Karte an. Die Gallimimus sind halt echt überall mittlerweile. Ich hoffe, dass die dadurch mal so eine richtig schöne große Herde bilden. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Die Stegos bleiben gut in der Ecke da hinten drin. Die Gallimimus. Überall einfach. Transport im Gange. Produkttransport beendet. Das ist der Wahnsinn. Produkt wird transportiert. Und die kommen immer zurück, weil ich so ein Limit überschritten habe. Hoppala. Expedition abgeschlossen. Gut, dann können wir doch jetzt wieder in die Forschungseinrichtung gehen, Fossilien ansehen. Und hoffen, anscheinend haben wir wieder nur Hochlevelige gefunden. Kann ich einfach auch so forschen?
Kann ich noch eine weitere Forschungsanlage rein theoretisch bauen? Na, schade, leider nicht. Ich kann auch ein Personalzentrum rein theoretisch errichten hier hinten. Transport im Gange. So, by the way. Produkt wurde transportiert. Produkt wurde eingesammelt. Das passt nicht super hier vorne hin. Machen wir jetzt einfach mal so hier. Auffüllen, auffüllen und auffüllen. Weil es ist einfach wie unsere Mittelarbeitsstelle. Kaylin Morgan verärgertes Personal. Achso, ja. Ja, das wird schon wieder. Wir schicken dich ins Ausruhen. Wir setzen dich ins Ausruhen. Ausruhen und ausruhen. Neu hinzufügen. Ja, schau an. Sowas stellt man gerne ein. Haben wir noch so einen. Oh, Logistik 9. Wird auch eingestellt. Alter, das Team ist mittlerweile einfach so riesig geworden. So, okay. Jetzt kann ich doch sicher bei Infrastruktur die nächste Stufe noch erforschen, auch wenn es eigentlich komplett unnötig ist. Wie geht nicht? Why? Oh, weil ich nicht so viele haben darf? Oh, das ist ein Trick. I haven't encountered yet. Und forschen. Dann lassen wir halt das Ganze mal durchlaufen noch. Gruppenanpassung. Ist das Fossilzentrum schon fertig? Scheint so. Ja, ich brauche gerade wieder Forscher. Forschungsmitarbeiter. Deswegen bräuchte ich ein zweites Fossilienzentrum. Ah, wir müssen jetzt mit den Gallimimussen durch sein. Das müssten überall so Gruppen. Ich schaue, wie die ihre Gehege jetzt ausgebaut haben. Super. Dann forschen wir gleich nochmal hier hinten. Und nehmen dich hier. Forschen hier ran. Ich will mir eigentlich... Nehmen wir halt dich. Gut, wir haben noch einen Personaler, der ist jetzt gerade ein bisschen stinkig. Aus rund Trainingspunkte 6. Die sind nicht gerade beim Ausruhen. Also müsste ich die doch eigentlich upgraden können, oder? Teilweise zu Spezialisten in ihren Gebieten. Er hat 6 frei. Kommt schon, Leute, das kriegen wir hin. Ich würde gern heute noch den Dreadnought schaffen. So, die sind alle erholt. Ja, wir müssen halt das blöde Fossil, und das Fossil braucht einfach. So, Kontrolltrendzentrum Forschung. Einfach weil wir es können. Ich könnte auch das hier machen. Gilt es auch Fossilienlagen, Extraktions... Ist vielleicht gar nicht blöd. Ah, da kann ich mir jeden Hyopai nehmen. Die zwei machen das, so. Hier brauchen wir Profis, die das machen. Schau mal, was wir jetzt dann hier alles schon erforscht haben. Das darf ich immer noch nicht, aber ich komme langsam in die Richtung. Gut, hier ist auch alles erforscht, was geht. Hier auch. Hier nicht. Dann bitte forschen. Da war ich gerade eben.
Genetics haben wir noch ein bisschen was freigeschaltet, wie es ausschaut. Genetics, das kann ich auch schon erforschen. Wir schalten Stück für Stück gerade alles frei, was es so gibt. Ihn könnte ich auch schon forschen. Wait mal. Ja, warte mal. Da geht. Alter, was wir alles forschen. Geht's Geld eigentlich noch hoch oder geht das mittlerweile runter? Minus 35% weniger als letzten Monat. Ich habe so eine Vermutung, warum. Ich habe tonnenweise Mitarbeiter eingestellt. Das müsste man irgendwo sehen können. Gebäude, okay, ist auch um einiges wo gestiegen. Andere Bauarbeiten. Forschung ist gestiegen. Es ist alles teurer geworden. Alter, schau dir mal, was ich ausgebe. Hoppala. Naja. Hey, ich muss aber diese Mission abschließen. Und wenn ich jetzt das langsam mache, dann dauert es 10 Jahre. Jetzt habe ich wieder was von Dreadnought erforscht. Ab wann kann ich denn eigentlich versuchen, den zu bauen? Ich würde das gerne machen. Kann ich im Forschungszentrum eigentlich auch was rummachen? Aha, Ausgabemöglichkeit, nee. Jetzt sind wir wieder durch die Hälfte durch hier. Tab, um anzuzeigen. Yay, ich kann jetzt das auch noch erforschen. Kosten-Upgrades. Effizient-Upgrades. Günstigere Forschung, schnellere Forschung. Ach, komm, wir können's ja. Es kostet 9, das ist natürlich ein bisschen blöd. Es geht sich jetzt leider nicht mehr so aus wie gehofft. Oh mein. Wir schicken dich mal auf Urlaub. Die sind in der fossilen Extraktion noch tätig. Habe ich jetzt hier ein Upgrade zur Verfügung? 3 Upgrades. Erhöht? Nee, ich hätte gerne. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob es gut war. Aber anscheinend bin ich ja hier durch. Oh ja, mehr Platz. Das ergibt Sinn. Holy shit, das ist super. So. Jetzt ist die Frage, kann ich rein theoretisch einen Dreadnought machen oder muss ich dann noch warten? Dreadnoughts! Genomforschung, nein, nee, okay. 100% großer Hunger, kürzlich 25%. Was kann ich denn daran noch verändern? Hautfarbe nicht zur Verfügung. Achso, das kann ich in Durst verändern. Am Hunger. Kann ich drehen? Wir machen hier Anhänglichkeit. Den Eier ging sich auch an. Wenn der Alpha ist, senkt diese. Speichern und beenden. Wir warten noch ein bisschen und dann können wir das gerne probieren. Dann sollten wir heute noch einen Dreadnought hinkriegen. Wäre natürlich super. Wenn wir das Ganze hier anschauen, Alter. Oh, da ist eine große Herde unterwegs.
So, hat sie ausgeruht. Kostenupgrades. Angeblich kann ich ja was im Kontrollzentrum auch verbessert worden, optimierte. Das ist gleich gar nicht schlecht. Das wird unser Geld ein bisschen hochsteigen lassen. Wir haben noch zweimal Fossilien erforscht. Was ist das jetzt hier? Personalverbesserung. Ich glaube, darauf warten wir noch. Da sind die besten Wissenschaftler von uns drin. Muss ich ein paar schon wieder in Ruhe-Dings schicken? Nee. Wie schaut es eigentlich aktuell finanzmäßig aus? Oh, shit. Wow, das hat einen Einschlag gemacht. Holy shit, okay. Die Sache ist nämlich, wir müssen jetzt... Wir müssen ja noch den Triceratosaurus und den Gigantosaurus auch noch forschen. Das braucht auch noch alles ein bisschen. Aber was ich jetzt noch machen kann... ist hier auch nochmal so eine Notunterkunft anbringen. Ich glaube, allein mit dem Gigantosaurus werden wir schon einiges schaffen. Perfekt, jetzt können wir nämlich hier reingehen, sagen, Saurier synthetisieren. Du bist nicht auch schon jetzt höher? Wissenschaftler zuweisen. Zwei sollen ein Dreier zu, Aufgabe starten. Und dadurch, dass wir sicher gehen wollen, machen wir nochmal mit 5 und 5 und 2, 1. Nochmal eine Forschung. Weil Gelegegröße ist nur 1 und ich hätte gern 2. Könnte aber genauso schief gehen. Deswegen nutzen wir gleich die Chance. Wir haben noch ein bisschen Dreadnought-DNA. Rumliegen. Ich bin nur... Ah, kann ich gar nicht. Okay. Aber ich habe noch ein paar Wissenschaftler, die sich darum kümmern können. Das Ganze weiter zu synthetisieren in der Zwischenzeit. Warum sind denn die jetzt schon wieder hier? Die haben ihr Gebiet schon wieder geweitert. Ach, leck mich. Die sind gewandert. Oh Gott, das ist nicht gut, wenn die anfangen zu wandern. Dann wandern die wieder ineinander. Ich habe überall Kalimimusse. Das ist zu lustig. Da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe, dort ist eine Gruppe, hier ist eine Gruppe. Ich feier's. Oh, oh, oh. Jetzt warten wir noch und dann sind wir gespannt, ob es funktioniert hat. Was glaubt ihr? Und? Gelegegröße 1, Gelegegröße 1. Besitze ich nichts Schlechtes? Anhänglichkeit, wenn Alpha für gesamtes Territorium. Bitte sei nicht zu kompliziert. Das ging einfach. Ja, die Anhänglichkeit haben wir halt nicht rausgeforscht bis jetzt. Aber mei. Super. Dann können wir doch jetzt hoffentlich den nächsten schon erforschen. Ne, warte, der war hier. Nein, um 1 geht sie nicht aus. Oh, ist das mies. Jetzt bin ich gespannt, die lasse ich dann in der Mitte frei. Sie haben hier die größte Auswahl ever. Sie können überall hinziehen dann am Ende. Futterstation muss aufgefüllt werden. Bitte einmal auffüllen. Wir tun hier nochmal ein paar forschen. Ist ja wurscht, was wir nehmen rein, theoretisch fast, ne? Ich nehme jetzt dich hier, weil du passt da gut rein. Dann haben wir den gut synthetisiert in dem Fall. Jetzt müssen nur noch die Eier rauskommen. Die Eier, lecker feine Eierchen. Was haben wir? Hier hätten wir die Pyroraptoren. Schicke Sache. Die chillen auch ihr Leben. Das finde ich super, dass die das so entspannt nehmen.
Der geht mal wieder auf eine schöne Schwimmfahrt, wie es ausschaut. Ich sehe nur eine Heckflosse. Also, so ein unsichtbarer Zaun, ne? Ist eine geniale Sache. Ich würde mir, sobald ich hier stehe, so Schiss machen. Ich kann ja hier in die Egos-Perspektive gehen, hier drauf wandern gehen. Ich kann das UI ausblenden. Hallöchen. Ich finde das super. War das so eine gute Idee an der Stelle? Ich finde cool, dass man sozusagen sein Erlebnis machen. Oh, stopp. Raus, 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 raus. Ich sehe, ich habe was mitbekommen, was ihr nicht bemerkt habt. Hä, ich dachte, die sind fertig. Och Mann, meine Hoffnung war gerade so hoch. Ich habe was mit Dreadnoughts gelesen, habe mir gedacht, holy shit, die sind fertig. Waren sie doch nicht. Hier durchfahren wäre geil, mit so einer Kugel. Das würde ich feiern. Aber wir haben gar nicht die Möglichkeit, sowas, ne? Okay, mal. Wir haben eine kleine Abdeckung hier nicht. Ist das einfach, weil ich es kann? Oh, stehe ich da ganz beschissen, oder was? Ich sollte mir hier noch Wege freihalten, also wird der abgerissen nochmal. Stehst blöde. Nicht schon wieder. Die sind schon wieder hierher gewandert. Okay. Wir wissen, wo die Ankylos sind. Dann betäubt den auch gleich mit. Wer ist denn gut dabei? Macht ihr das mal bitte? Ah, das macht dann schon wieder so ein genervt. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Okay, wenigstens sind unsere Ankylos jetzt fertig. Unser Dreadnoughts. PR-Lift freigeben. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Jetzt bin ich gespannt. Der muss doch riesig sein, oder? Oh, ich hab den Hals schon gesehen. Wie groß bist du? Produkttransport im Gange. Wo? Transport abgeschlossen. Ich glaube, das ist einer unserer größten dann. Eine Minute, bis der ready ist. Jetzt bin ich dann gespannt. Ich kann das ja rein theoretisch. Transportiere Produkt. Schaut euch das an. Bestätige
Bestätige Produktzustellung. Holy shit. Ja, yep, größtes Ausstellungstier ever. Klein, riesig. Das Geräusch war nicht gut. Dum, di, dum, di, du, di, di, dum. Ich feier das schon wieder. Dum, di, dum, di, du, di, di, dum. Ich will zoomen. Das Bild ist schon allein super. Da schaut es übel aus, aber okay. Ja, dezent größer. Zustellung abgeschlossen. Pflanzenfasern, okay. Ja, wir können das ja alles noch anfassen. Wir hatten ja nie festgelegt, was das für ein Wald hier ist. Oh nö, jetzt hat der Probleme mit den Adaptosauren. Oh nö, jetzt muss ich die ausfliegen. Wald- und Früchtebaum. Früchtebaum, das kriegen wir hin. Früchtebaumschere, da machen wir jetzt hier noch so ein bisschen. Und hier noch. Die Ecke so ein bisschen Früchte. Er wird den Wald schon noch entdecken. Wir müssen nur leider die Kollegen dann hier rausholen. Ich glaube, da sollten wir dann vielleicht doch noch ein zweites Gehege eröffnen. Wo wir die anderen und die mit reinbringen. Vielleicht machen wir das hier hinten hin oder so. Weil sonst gibt es gleich wieder Probleme. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.